da bin ich so reingewachsen schon als Kind, wahrscheinlich weil ein Klavier bei uns im Haus gestanden ist und mein Vater Klavier gespielt hat. Auch meine Großmutter hat Klavier gespielt, habe ich halt begonnen, am Klavier zu spielen und Musik zu machen. Und mir war dann relativ rasch klar, dass das Klavier jetzt doch nicht so für mich ist. Also, es hat mir zwar immer gut gefallen, aber ich wollte einfach lauter sein und habe mich dann sehr bald für Schlagzeug interessiert und bin dann eigentlich Schlagzeuger geworden und so zur Musik, also so dann auch professionell in die Musik eingestiegen. Das Wichtigste für mich ist, ist das, was eben gerade die Tonmeisterstudenten, glaube ich, lernen sollen, lernen müssen oder was sie vielleicht noch nicht so sehen, ist, dass Popmusik sehr viel mit Vision und Vorstellung zu tun hat. Oder wenn man es jetzt nur auf die Tontechnik mal reduziert, da gibt es den Musiker, da gibt es das Instrument, da gibt es den Raum. Und das Erste, was danach kommt, ist mal das Mikrofon. Es gibt Leute, die haben sehr auf der theoretischen Seite, die sagen halt, ja, denken viel über Rauschen oder bei Digitaltechnik über Jitter, über Dithering, über so Spezialthemen nach, die sehr technisch sind und haben dort daher auch ihren eigenen Zugang und auch ihren eigenen Sound. Und da gibt es sicher Leute, denen ist Technik komplett wurscht, da gehöre ich jetzt auch nicht unbedingt dazu. Das wird dann auch wieder anders klingen. Daher, ich glaube, über seinen Zugang definiert man sicher seinen Sound. Hab dann so ein paar Dinge ausprobiert und ich habe eine Djembe damit aufgenommen, das ist mir sehr gut, also das ist mir sehr positiv aufgefallen. So, das hat ganz gut funktioniert.